Hallo zusammen. Was braucht man, um einen Film zu machen? Nun, im Grunde einige Schauspieler und eine Filmkulisse. Natürlich ist es nicht so einfach, aber theoretisch würde das ausreichen, um einen Kurzfilm ohne Spezialeffekte und komplexe Szenerie zu machen. Aber was braucht man, um einen Animationsfilm zu machen? Das ist eine ganz andere Sache. Es würde ewig dauern, die Etappen der Erstellung eines Animationsfilms aufzulisten. Aber im Grunde läuft es so ab. Zuerst wird ein gezeichnetes Skript genehmigt. Man nennt es Storyboard. Dann werden die Emotionen und Gesichtsausdrücke der einzelnen Figuren auf die Modellblätter gezeichnet. Dann wird ein einfaches animiertes Modell erstellt und erst danach beginnt die Erstellung von 3D-Bildern. Es scheint, dass der Prozess so gründlich ist, dass keine Fehler gemacht werden sollten. Leider ist dies nicht der Fall und darum geht es in dem heutigen Video. Lasst uns loslegen! Frozen. Hast du schon einmal Gitarre gespielt? Wenn nicht, hier ist eine kleine Erklärung für dich. Diese Dinge auf dem Kopf des Halses werden als Stimmwirbel bezeichnet. Wenn man sie in verschiedene Richtungen dreht, werden die Saiten gespannt oder gelockert. So wird eine Gitarre gestimmt. Wir können also mit Sicherheit sagen, dass die Anzahl der Stimmwirbel der Anzahl der Saiten entspricht. Eine klassische Gitarre hat 6 Saiten und eine Ukulele 4 Saiten. Wir wissen nicht, welche Art von Instrument sich die Schöpfer von Frozen beim Zeichnen dieser Szene vorgestellt haben, aber sie haben eindeutig alles durcheinander gebracht. Offenbar wollten sie Christoph eine Laute in die Hände geben, aber dies ist keine Laute, überhaupt keine. Dieses Instrument sollte an jedem Wirbel eine Saite haben, aber es gibt 3 Wirbel und 4 Saiten. Außerdem klingt es wie eine Gitarre, die wahrscheinlich später im Studio für diese Szene aufgenommen wurde. Hier ist ein weiterer Fehler, den die Schöpfer von Frozen, einen der beliebtesten Disney-Filme der letzten Jahre, gemacht haben. Hier wechselt Anna auf wundersame Weise in Handumdrehen die Kleidung. Vielleicht ist es ihre Schwester, die sich mit ihr anlegt. Hier sehen wir, die Prinzessin rutscht eine Schneerutsche hinunter und auf ihrem Kopf ist kein Hut. Aber wenige Augenblicke später steht Anna auf den Beinen mit einer perfekt sitzenden rosa Mütze auf dem Kopf. Selbst wenn man davon ausgeht, dass ihr dieses Accessoire während des Abstiegs einfach vom Kopf gefallen wäre, hätte sie keine Zeit gehabt, zurückzukommen, um es zu finden und aufzusetzen. Hier haben wir einen weiteren Verschwindetrick aus Frozen. Zuerst sehen wir Christoph, wie er ein enges Seil um Annas Taille zieht, um sie von einem hohen Felsen herunterzuholen. Natürlich geht alles schief und jetzt legt sich der von Elsa herbeigerufene Eisriese mit dem Paar an. Anna holt also irgendwann ein Taschenmesser heraus, schneidet das Seil durch und fällt in eine Schneeverwehung am Fuß der Klippe. Und wisst ihr was? Was sehen wir? Ihr habt recht, als die Prinzessin nach dem Sturz aufsteht, ist kein Seil um sie herum. Hier ist ein weiterer Fehler und wieder einmal ist er aus Frozen. Es ist nicht so leicht zu bemerken, aber dennoch ist es ziemlich ernst. Erinnert ihr euch, wie kurz vor dem Ende des Films Elsa aus dem Gefängnis entkam und sich in den Schneesturm wagte? Dort trifft sie auf den heimtückischen Hans, der die Prinzessin vom Tod ihrer Schwester und von der Sinnlosigkeit des Fluchtversuchs vor der Justiz überzeugt. Während Elsa schluchzt und weint, holt der betrügerische Prinz ein riesiges Schwert heraus und hält es über den Kopf des Mädchens. Moment mal, wo hat der Prinz das Schwert her? Die Waffe ist ziemlich massiv und es klang, als wäre sie aus einer Scheide genommen worden. Aber Hans trägt nichts und es gibt keinen Platz dafür. Alice im Wunderland. Die Werke des englischen Schriftstellers Lewis Carroll über die Abenteuer von Alice im Wunderland zeichnen sich durch farbenfrohe Charaktere und spannende Geschichten aus. Wir glauben, es wäre ein Verbrechen, wenn es keine Verfilmung gäbe. Der erste Zeichentrickfilm, der auf diesen Büchern basiert, wurde 1951 von Disney gedreht, als alle Animationen noch von Hand gezeichnet wurden. Also erinnert ihr euch, als die Hauptfigur auf die exzentrische Hippie-Raupe trifft, die eine Wasserpfeife raucht? Seht genau hin. Für ein paar Sekunden wechseln die Abschnitte über seinem Körper die Farbe. Du würdest denken, dass er sich nur bewegt hat, aber nein, die Figur blieb in der gleichen Position, aber die Animatoren malten fälschlicherweise die falschen Zonen dunkler an. Darüber hinaus wird diese Tatsache später im Film in keiner Weise genutzt. Es handelt sich also nicht um eine Art magische Raupenkräfte. Ratatouille. 13 Jahre sind seit der Uraufführung von Ratatouille vergangen, aber es wird nach wie vor sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen geliebt. Und dafür gibt es viele Gründe. Alles in diesem Film ist großartig. Er zeigt coole Charaktere, leckeres Essen und die einzigartige Atmosphäre von Paris. Wenn du dich nicht daran erinnerst, geht die Handlung so. Die arme Ratte Remy liebt Kochshows und träumt davon, als Koch zu arbeiten. Leider verliert er seine Familie und Freunde im Abfluss. Als er an die Oberfläche kommt, stellt er fest, dass er sich in unmittelbarer Nähe des Restaurants seines Idols befindet und beschließt, einen kurzen Blick hineinzuwerfen. Dann geschieht etwas Erstaunliches. Die Ratte bemerkt eine vom Hausmeister Linguini ruinierte Suppe und beschließt, ihm heimlich zu helfen. Als Remy an dem Topf mit etwas Seltsamem im Inneren vorbeiläuft, sehen wir an den Rändern Schmutz aufgetürmt, entweder weil die Suppe
gekocht oder wegen der schlampigen Arbeit des Küchenpersonals. Doch als die Figur die köstlichen Zutaten in die Suppe gibt, ist der Topf auf magische Weise gereinigt worden. Aber kehren wir zum Anfang der Geschichte des genialen Rattenkochs zurück. Er erwarb seine außergewöhnliche Kochkünste durch eine Fernsehsendung, die der Besitzer des Restaurants, Chefkoch Gusteau, moderierte. Er sah sich die Sendung in verschiedenen Häusern an und später im Film wird ihn das seine Familie kosten. Aber in einem Haus sehen wir einen gewöhnlichen Schwarz-Weiß-Fernseher. Das einzige Problem ist, dass der Fernseher kleine Beine hat, die immer wieder verschwinden. Es ist wie Magie. Ein weiterer interessanter Fehler, der nur von den aufmerksamsten Zuschauern von Ratatouille bemerkt wurde: Erinnerst du dich, wie das Lieblingsinteresse der Linguini, der kühne Colette, das Restaurant mit gebrochenen Herzen verlässt? Sie hat ihre Gründe. Wie könnte sie einer Person, die sie angeblich liebt, eine so unverfrorene Lüge verzeihen? Sie ist so überwältigt und denkt über das eben Geschehene nach, dass sie fast in einen Unfall gerät, aber sie hält das Fahrrad rechtzeitig am Verkehr an. An diesem Punkt sehen wir deutlich, dass sie zwischen zwei Autoreihen eingeklemmt ist. Hier bemerkt Colette Gusteaus Kochbuch im Schaufenster, fängt wieder an zu denken und verpasst das Ampelsignal. Die Fahrer machen hinter ihr Lärm und wir haben einen Blick von oben auf die Straße. Auf der mittleren Spur taucht plötzlich das Fahrrad des Mädchens auf, das es vorher einfach nicht gab. Es gab nicht einmal genug Platz dafür. Wieder ist es wie Magie. Rapunzel. Am Ende von Rapunzel, einem Animationsfilm aus dem Jahr 2010, steht sie vor der Wahl. Sie kann ihre magischen Kräfte einsetzen, um ihren geliebten Eugene vor einer tödlichen Verletzung durch Mutter Gothel zu retten, aber sie muss bereitwillig mitgehen. Sie ist bereit, alles zu opfern. Doch plötzlich sammelt der verwundete Prinz seine letzte Kraft und schneidet Rapunzel mit einem Schlag die Haare ab. Die einzige Möglichkeit, die heimtückische Stiefmutter zu besiegen. Doch nun schau genauer hin. Siehst du die Fesseln an Eugenes rechter Hand? Nach ein paar Augenblicken berührt er mit der Hand Rapunzels Haare und die Fesseln sind verschwunden. Und jetzt nimmt er sein Messer, um Rapunzel von ihrer magischen Kraft zu befreien, und die Handschellen sind wieder an ihrem Platz. Zootopia. Sieht so aus, als hätten sie bei der Herstellung dieses Films Hilfe von Hermine Granger und ihrem Zeitdreher erhalten. Wie erklärst du sonst, wie die Zeit in diesem Film funktioniert? Seht euch das an. Die Hauptfigur Judy ruft ihre Kaninchenfamilie an. Am Telefon kannst du sehen, dass es 8.39 Uhr ist. Hier verabschieden sie sich voneinander und auf der Uhr am oberen Bildschirmrand ist nur eine Minute vergangen. Aber als Judy das Telefon blockiert und es auf den Tisch legt, sehen wir, dass es bereits 9.44 Uhr ist. Okay, jeder kann einen Fehler machen, oder? Aber es gibt noch mehr. Neben dem Tisch steht eine Uhr, die die Zeit in Nahaufnahme zeigt. Nochmals, es ist 8.40 Uhr. Übrigens stand die Uhr noch am selben Morgen auf dem Fensterbrett. Nur die Schöpfer wissen, wie sie vom Tisch zum Fenster wanderte, während Judy bei der Arbeit war. Judys Sachen haben tatsächlich die seltsame Angewohnheit, sich auf mysteriöse Weise durch ihr ganzes Haus zu bewegen. Zuerst legt sie ihr grünes Notizbuch auf den Tisch. Ein paar Sekunden später beginnt das Kaninchen, den Sender auf ihrem Radiowecker zu wechseln, und das Notizbuch liegt nicht mehr auf dem Tisch. Ein paar Sekunden vergehen, Judy setzt sich zum Abendessen hin und das Notizbuch ist wieder da. Eine der wichtigsten Action-Szenen in Zootopia spielt in der Stadt Little Rodentia. Verglichen mit den örtlichen Gebäuden und ihren Bewohnern sind Judy und der gesetzlose Herzog Giganten. Mitten in der Verfolgungsjagd kommt ein riesiger falscher Donut aus einem Gebäude, rollt durch die Straßen und nimmt beinahe das Leben von Frufru, der Spitzmaus. Als das Dessert zum ersten Mal vom Asphalt abprallt, fallen ein Haufen Krümel herunter. Auf wundersame Weise gelingt es Judy, den Donut in der Luft zu packen, aber in der nächsten Szene sehen wir Frufru von oben und es gibt keine Krümel. Natürlich haben wir gehört, dass Nagetiere in der Lage sind, Tonnen von Süßigkeiten in Sekundenschnelle zu fressen, aber sind sie wirklich so schnell? Die Prinzessin und der Frosch. Und hier ist eine lustige Szene mit Tianas verschwindenden Ohrringen in Die Prinzessin und der Frosch. Zu Beginn des Films trifft auf dem Ball im Schloss von Charlotte, der besten Freundin der Protagonistin, ein Prinz namens Naveen ein. Natürlich sind alle Augen auf dieses süße Paar gerichtet, aber man kann uns nicht täuschen. Wir haben sofort bemerkt, dass der Goldschmuck in Tianas Ohren verschwunden und dann wieder aufgetaucht ist. Aladdin. Prinzessin Jasmin von Aladdin ist eine sehr unabhängige Frau. Sie will keinen Prinzen heiraten und lehnt alle von ihrem Vater vorgeschlagenen Kandidaten ab. Und ihr treues Haustier, der mächtige Tiger Raja, unterstützt sie von ganzem Herzen. Du kannst ein Beispiel in dieser Szene sehen. Jasmins Haustier reißt einem anderen Kandidaten ein Stück Stoff von der Hose. Die Prinzessin sieht seine rosa Unterwäsche mit roten Herzen und der Kandidat rennt in Schande vom Schloss weg. Etwas später, als der Sultan Jasmin und Raja einholt, hält der Tiger statt einer Hose ein Stück Unterwäsche im Mund. Und ein weiterer Fehler von Aladdin: In der letzten Schlacht mit den heimtückischen Jafar sehen wir, dass Jasmins Armband von ihrem linken Unterarm zu ihrem rechten Unterarm und zurückwandert. Natürlich würden niemanden mitten im Kampf solche Details auffallen, aber trotzdem. Die kleine Meerjungfrau.
Der klassische Zeichentrickfilm Die kleine Meerjungfrau schließt unsere Liste ab. Er enthält einige Fehler, aber wir werden uns nur auf einen davon konzentrieren. Erinnert ihr euch, wie Ariel in das Schloss von Prinz Erik gelangt, wo sie zum ersten Mal die Welt der Menschen kennenlernt? In diesem Teil des Films gibt es also eine Szene, in der die Prinzessin in einem Bett liegt und mitten in einer leidenschaftlichen Rede ihres Freundes Sebastian einschläft. Das Komische daran ist, dass sie zunächst keine Decke hat, aber im nächsten Moment ist sie bereits bis zum Kinn zugedeckt. Es war sicher nicht die Krabbe, die ihr geholfen hat, er war zu sehr mit seinem Monolog beschäftigt. Es ist Magie außerhalb von Hogwarts, wieder einmal. Hey Leute, habt ihr keine Lust mehr, Videos über süße Tiere und herzerwärmende Geschichten anzusehen? Ihr braucht etwas Ernsteres in eurem Leben. Harte Autos, coole Roboter und die ungewöhnlichsten Gadgets der Welt. Holt euch den Hightech-Adrenalinkick, den ihr braucht, auf TechZone. Jetzt abonnieren, wir warten auf euch.